Hallo und willkommen zurück zu Factorio, meine Freunde. Wir schauen mal hier, seht ihr, wie viel Eisen wir haben. Sehr schön, ich habe mal alles Eisen rausgenommen, was wir haben, weil wir brauchen es ja. Jede Menge Fließbänder brauche ich jetzt. Die kann ich jetzt schon mal anfangen zu bauen, damit denn die Produktion da unten läuft. Ich würde gerne, das ist die Frage, Strom noch anhängen, auch noch 1, 2, 3, 4 Maschinen hängen wir auf jeden Fall noch dran, wenn wir hier oben jetzt mit Strom hantieren. Dazu setze ich jetzt erstmal hier, nein, Quatsch, ich habe gelogen. Das war jetzt nicht ideal gesetzt. Das ist auch alles ein bisschen eng gesetzt gerade. Hier kommt die Kohle und hier wird letztendlich... Ha! Da kommt gar nicht Dings hin. Shit, Mann. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Dann müssen wir das ändern. Ja, wir müssen das ändern. Pass mal auf, dann ändern wir das. Mir fällt da schon was ein gerade. Zack, zack. Ich laufe jetzt gerade auf dem Fließband, deswegen ist das so kacke. So, nehmen, nehmen, nehmen. Na komm, nicht hauen. Du sollst es nehmen. Mach jetzt keinen Zirkus hier, du. Sonst gibt es lange Ohren. Wir müssen nämlich außenrum, weil ja hier unten... Das ist jetzt die Frage, kommen wir denn dahin? Eigentlich müsste das hinkommen. Aber das ist ja kein Problem. Also, wir drehen uns außen rum. Zack. Na, warum willst du jetzt nicht bauen? So. So. Nein, passt immer noch nicht. Nein, 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 das passt nicht. Damn it. Also, alles wieder abbauen. Eine Stufe höher, bitte. Ach nee, aber das ist Factorio. Aufbauen, abbauen, besser optimieren. Die Frage ist, könnte man das hier unten eigentlich auch kleiner bauen? Könnte man das kleiner bauen? Das könnte man nicht kleiner bauen, oder? Mir schwebt ja immer hier so irgendwie sowas vor, aber dann hätte ich, glaube ich, keinen Strom, ne? Wenn ich das so bauen würde. Ich würde ja weniger Platz benötigen, ganz klar. Also Roboterarme, die laden hier voll und laden hier voll. Aber dann hätte ich nämlich immer noch keine Kohle. Und das würde nur mit Lichtbogenöfen gehen, die wir aber noch nicht haben. Kohle würde rumlaufen, Erz würde rumlaufen. Nein, dann fehlt uns ganz klar... Fehlt uns Dingens. Das können wir so nicht machen. Ich will erstmal eins aufbauen, bevor ich jetzt wieder hier Bullshit erzähle. Also, Kohle kommt rein. Das heißt, hier kommt unser Kohleband hin. Kohle kommt von da. So. Lassen wir das mal so für den Moment. Hier ist unsere Kohle. Hier kommt die Kohle. So. Kohle kommt von da oben. Zieh ich mal erstmal bis hier hin. Dann kriegen wir doch hier noch einen hin. Und der ist wieder zu nah. Hier einen hin. Hier einen hin. Wie viel hätten wir denn für den Moment? 2, 4, 6, 8, 9. Gut, okay, das soll eigentlich mal für den Moment doch reichen, oder? So, dann bauen wir mal hier das Ding ab. Beziehungsweise hier und hier. Bauen wir das mal gerade ab. Dann haben wir jetzt gerade im Moment zwar keine Kupferproduktion mehr, aber ich kann mich besser konzentrieren. So, dann würde ich gerne...
Wenn wir... Ich würde gerne befeuern. Mit was bin ich? Strom oder stellen wir hier auf Kohle? Dann bräuchten wir rein theoretisch fast... Doch, wir brauchen so oder so Strom. Strom brauchen wir hier oben so oder so. Das ist die Frage. Die Frage aller... Also was wir auf jeden Fall schon mal ziehen können ist... So, hier kann man auf jeden Fall schon mal ein Band ziehen. Auf jeden Fall. Soll das so rumlaufen? Eigentlich egal, wie es läuft, ne? Ja. Dann machen wir hier die Bäumchen eben weg. Ach, jetzt habe ich wieder keinen. So, jetzt habe ich wieder eine Axt. Geht es nämlich ein bisschen schneller mit. So, erstmal. Nein, auch wieder falsch, Mann. Ich muss es doch nochmal drehen. Beziehungsweise ich muss gar nicht drehen. Ich kann es so rumsetzen. Zieh es dann einfach so rüber. So, jetzt habe ich das soweit. Also, dann nehmen wir hier elektrische, würde ich sagen. Greifarm. Du belädst mit diesen Stoffen. Jetzt haben wir keine Greifarme. Sehr schön, auch nicht schlecht. Wobei, wären da nicht schon direkt schnelle sinnvoller? Ich glaube, da würden schnelle sinnvoller sein. Dann werden wir nämlich schon mal ein paar schnelle uns auch noch erstellen. So, unsere Forschung ist fertig. Was hatten wir jetzt gerade geforscht? Ach, jetzt haben wir den Intelligenten. Sehr schön. Dann gucken wir mal, was könnten wir denn noch erforschen, was wir brauchen. Ja, wieder ein paar Pakete bräuchten wir erstmal. Aber da so weit sind wir noch nicht. Also wir bauen die wieder ab. Beziehungsweise ich kann auch rein theoretisch rübersetzen. Ja. Das heißt, passt mal auf. Ich könnte, wenn ich jetzt hier habe, könnte ich sagen, okay, setz den einfach darüber. Die schnellen nutze ich, damit der mir schneller das Band leer macht. Damit es nicht zu einem Rückstau kommt. Der Nachteil an meiner Methode, die wir jetzt hier haben, ist, die Maschinen werden immer häufiger stehen, aber dadurch benutzen oder dadurch verbrauchen wir auch nicht so viel Sprit halt. Ne? Das ist meine Hoffnung. So, das müsste doch schon fast richtig sein. Dann werden wir jetzt mal hier ransetzen. Also hier eine. 2, 3, 4, mal für den Anfang 5, ne? So, dann Strom dazwischen. 1, 2, 3, 4, 5. So, ich ziehe mir den Strom aber auf jeden Fall noch hier hin. So, dass ich ihn früher oder später nutzen kann. Da müssen wir einen kleinen Schlenker hier machen. Und der muss nämlich dann... Quatsch. Ich erzähle wieder Bullshit. So, hier noch hin. Die hätten dann auch Strom, ne? Genau. Also wir müssen jetzt erstmal von unten Strom hochziehen. Ob das jetzt alles so richtig ist, wie wir das da machen. Wir schauen mal eben unsere Produktion. Wie viele Forschungspakete haben wir noch? 14 Stück. Hier läuft soweit noch alles, aber wir sollten uns dann letztendlich wieder um... Ja, und ihr seht schön, wie viel Eisen wir haben, also schon fast viel zu viel. Wobei wir eigentlich ein bisschen schneller produzieren könnten, wenn noch mehr Erz hier ankäme. Ne? Also wir haben schon wieder einen Erzmangel sozusagen. Wobei die Maschinen hier laufen. Man könnte natürlich jetzt schon hingehen und könnte sagen, okay, wisst ihr was, meine Freunde, das machen wir gar nicht mit. Denn wenn da oben 5 Maschinen sind, die produzieren, hätte ich gerne hier unten auch 5 Maschinen, die produzieren. Und wir setzen einfach nochmal ganz kackenfrech hier eine Maschine hin. Die hat natürlich keinen Strom. Nichtsdestotrotz ziehen wir das hier rüber, den Strom, und zack, jetzt hat die Strom und jetzt produziert die nämlich auch mit.
Jetzt haben wir hier schon 5. Das heißt also, es wird jetzt noch mehr Erz gefördert, wie es jetzt schon ist. Und er legt die automatisch schon auf einer anderen Seite. Jetzt haben wir schon beide Seiten, die befüllt werden. Und hier in der Brennerei kann das Erz schön weggenommen werden. Und hier stoppt es, aber es kommt ja bis da hinten schon gar nicht mehr an. In der Hoffnung gleich, dass es da ankommt, das müssen wir jetzt mal im Auge behalten, wenn jetzt hier die Produktion rüberläuft. Gut, dann hätten wir das fürs Erste auch mal. Da oben sind wir auch schon gut und schön und weit gekommen. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss, ciao und bye bye.